Wie jetzt das Partei, oder? Ja. Das ist auch eine glatte 10. Kann ich ja kurz erklären. Wir haben alle Gemeinderatsanträge, sind auf unseren Seiten vorab, also vor Abstimmung im Gemeinderat ersichtlich. Das heißt, da kann man mitdiskutieren, man kann sie alle durchlesen. Das heißt, wir versuchen das so öffentlich wie möglich zu gestalten und genau eigentlich nur die Grazerinnen und Grazer wissen am besten, was sie in Graz im Endeffekt umgesetzt haben wollen. Und viele Ideen und Anträge sind auch direkt von Grazern und Grazerinnen gekommen. Und wir haben auch eins gemacht, wir haben zum Beispiel Anfragemöglichkeiten auch geschaffen, dass direkt Anfragen über uns sozusagen an den Bürgermeister gestellt werden können, weil zurzeit gibt es ja keine Möglichkeit, jetzt außerhalb des Gemeinderats direkt an Stadträte sozusagen verpflichtende Antworten zu bekommen.